Wo ist der überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Also nicht der Breitgiefer, sondern der Green Aktion. Ist ja auch ein sehr toller Name. Ist. Okay. Ich muss immer ums Mikrofon rumgreifen, um was zu tippen. Das ist total nervig. So, jetzt ist er aus der Gruppe rausgegangen. BB heißt übrigens Bye-Bye, glaube ich jedenfalls. Oder bis bald. Oder. Keine Ahnung, Booms Bertha. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also, ne? Ich habe das nicht gesagt. Ist ja hier alles, muss ja jugendfrei sein. Bums meine ich übrigens den Bums, wenn so ein, wenn irgendwas explodiert oder so. Das ist ein Bums. Nicht das, was ihr vielleicht denkt. Und CU steht für Christliche Union. Nein. Die haben sich von der CDU abgespalten und machen jetzt die Politik der SPD. Nein. Dafür haben wir ja schon die CDU. Ja. Klauen sie alle. Wir klauen die wirklich in der Politik irgendwie. Ja, doch. Der eine klaut von dem und der andere klaut von dem und plötzlich. Ja, auch plötzlich ist denn doch anders und ja, und dann wählt man die für, keine Ahnung, hier. Steuersenkung. und dann am Ende. Ja, wann macht ihr denn mal die Steuersenkung? Ja, ich muss jetzt weiter. Oder so. Kommt dann als Antwort. Hier gab es doch einen Weg nach oben. Einen Moment. Weil hier ging es doch hoch irgendwie. Haben wir eigentlich noch mehr Quests? Warte mal, das haben wir. Das, ach, das ist Level. Ah, das ist ja auch schon fertig. Warte mal. Aber das ist hier noch für den. Okay. Prolog ist, ach, den müssen wir auch noch machen, genau. So, Dori! Oh Gott. Okay, Auftrag. Hallo. Felder haben viele Verwendungszwecke von Futter für Schuhe bis zu Teppichen. Man kann nie genug Felder haben. Ja. Matte Huitu. Hallo? Nicht so stabil wie Fell, können wir um Fliegen herzustellen, bla bla bla. Okay. Wo müssen wir noch hin? Hier nach oben müssen. Also. Hier. Hops. Nach oben müssen wir noch. Weil hier ist Geilvieh. Ich glaube, die sagt irgendwas. Aber das habe ich nicht verstanden. Prolog, das verdächtige Lager. Abortal wird also in diesem Lager gefangen gehalten? Ihr habt gute Arbeit geleistet, Tagador. Aber dies bestätigt die Befürchtung von Meister Dorungur. Die Zwerge stecken tatsächlich hinter der Gefangennahme von Abortal. Es ist an der Zeit, um Mati Starkhan, den Fürsten von Gondamon, mit diesen Neuigkeiten zu konfrontieren. Konfrontieren! Verdammt nochmal, was ist denn los? Wenn er seinen Zwergen nicht befiehlt, Avatar freizulassen, ist meine Aufgabe als Abgesandter erledigt. Dann wird es Krieg geben. Okay, jetzt krieg ich ein Leinenhemd oder ich krieg ein Lederhemd. Ein Lederhemd. Dann nimm mal doch mal das Lederhemd. Suilight Melon, würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Matti hat mir heute Morgen in die Augen geblickt und geschworen, dass die Zwerge stolz darauf sind, die Elben von Duelond als Nachbarn zu haben. Eine solche Verlogenheit und das, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich dachte, er wäre ehrlicher, aber ich hätte es besser wissen sollen. Kein Zwerg ist vertrauenswürdig, wenn ihr Kunstwerke oder historische Artefakte besitzt, die er haben möchte. Geht zu Matti Starkhand. Und fordert von ihm, dass er seinen Zwergen befiehlt, Abortal freizulassen. Wenn er Krieg will, soll er ihn haben. Folgendes müsst ihr ihm sagen. Ich habe vermutlich nicht genug Beherrschung, um mit jemandem so Unehrenhaftem zu sprechen, ohne ihn zu schlagen. Das soll ich ihm sagen? Dass die nicht genug Beherrschung hat? Ehrlich? Soll ich ihm das wirklich sagen? Oh Mann. Ihr findet Matti auf den oberen Ebenen von Gondamon. Beeilt euch. Möglicherweise müssen wir sofort nach Duelon zurückkehren, um uns auf den Krieg vorzubereiten. Okay.
Krieg ist über Eredluin gekommen. Wir müssen nach Duelond reiten. Flieg, Schattenfell. Ja, oder so. Irgendwie. Okay, ich hatte gerade ein Lederhemd bekommen. Das Lederhemd ist nicht hier. Das Lederhemd ist da. Das wollen wir doch mal ausrüsten gleich. Und hier gibt's noch andere Sachen und Gaffi. Seid gegrüßt! Hab Dank für dieses Bärenfleisch. Ich werde mich darum kümmern, dass es ordentlich gesalzt und für die Wintermonate aufbewahrt wird. Genau. Ich habe mich gerade gewundert, dass es ordentlich gesalzen wird. Naja. Hab mich zu Unrecht gewundert. Schutz bei der Jagd. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Ah, gut. Das dürfte den Grimhans eine Lehre gewesen sein. Ihr habt uns einen großen Gefallen getan. Nun kann sich Gondamon über die kommenden Wintermonate in Sicherheit wiegen, Tagaldor. Lasst mich einmal nachschauen, ob ich eine angemessene Belohnung für euch finden kann. Okay, offensichtlich ja nicht. Weil hier ist ein Hammer, ein Stab und kann ich alles nicht tragen. Dann nehme ich doch einfach mal das, was am meisten wert ist. Der Hammer. Okay, haben wir das auch abgeschlossen. Das kann weg. Und wir müssen einmal hier hin zu Askel. Was benötigt ihr? Der schimmernde Schild. Das habe ich befürchtet. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Dieser Schild ist ein stummer Zeuge des Verrats der Grimhans. Ihr habt meinen Dank für diese dunklen Nachrichten. Kommt, bleibt einen Augenblick. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen, doch eure Neuigkeiten sind schlecht aufgenommen worden. Diese widerwärtigen Grimhans. Wie können sie es nur wagen? Gellir ist zu ihnen gegangen, um Friedensverhandlungen mit ihnen zu führen, aber sie haben ihn wie einen Bilbis niedergestreckt. Ich werde mich rächen. Unsere Ältesten haben ein Auge auf mich, da sie mein Temperament nur zu gut kennen. Ich kann gegen die Grimhans nicht selbst antreten, aber ihr. Vor einer Weile kam ein Elb hierher, um Informationen über die Grimhans zu sammeln. Er dachte, sie würden Schreckliches im Schilde führen. Glamir nannte er sich. Was ist das denn gerade gewesen? Hat sich irgendwie so... Ob irgendwo was klopft? Na, keine Ahnung. Wo war ich denn jetzt? Ich sandte ihn durch den Wald nordöstlich von Gondamon. Sucht ihn auf, vielleicht weiß er, wo sich Skiffy Schwarzhand aufhält. Er ist der Anführer der Grimhans in einem befestigten Lager im Osten. Wahrscheinlich wurde mein Bruder auf seinen Befehlen getötet. Schwarzhand ist grausam und unbarmherzig. Sucht Glamir auf, um von ihm zu erfahren, wo sich Skiffy aufhält und recht... Oh, ich führe mich an Skiffy. Was ist das für ein Name, ey? Okay, mit Skiffy soll ich nicht sprechen, sondern den irgendwie töten. So, jetzt sind wir nochmal hier fallen und dann geht's einmal nach hier oben zu Matti. Hallo Matti. Na, wie geht's, Matti? Seid gegrüßt. Hey, na, was geht, Alter? Hört auf mit euren... Hört mit euren Anschuldigungen auf. Mein Volk ist für euren vermissten Prinz nicht verantwortlich. Eure Anschuldigungen und euer Ton beleidigen mich. Euer Elbenprinz wird in dem Lager im Norden gefangen gehalten. Ah ja, das erklärt so einiges. Achso, das war eine Frage. Euer Elbenprinz wird in dem Lager im Norden gefangen gehalten? Ah ja, das erklärt so einiges. Wisst ihr, mein Volk sind Langbärte. Eine ehrenhafte Familie aus der Linie Durins. Dem Urvater der Zwerge. Das Zwergenlager im Norden war mir und meinem Volk schon immer ein Ärgernis. Es wurde von den Grimhans errichtet, einer durch und durch unehrenhaften Zwergenfamilie aus der Linie des bösen Skorgrim Grimhand. Es mag sein, dass Avatar von Zwergen entführt wurde, aber nicht von meinen. Die Schuld ist bei den Grimhans zu suchen, die mir ebenso ein Dorn im Auge sind wie euch. Bitte schenkt mir Gehör! Jemand aus eurem Volke würde den Unterschied zwischen Durins Volk und den Grimhans nicht verstehen. Sollten meine Zwerge bei dem Versuch scheitern, den Elbenprinzen zu befreien, so würdet ihr Elben annehmen, dass wir mit den Grimhans gemeinsame Sachen machen. Und dann? Krieg zwischen Zwergen und Elben? Nein, das darf nicht geschehen. Dieser Versuch muss von jemandem unternommen werden, dem sowohl die Elben als auch die Zwerge vertrauen. Es gibt einen Menschen, einen Waldläufer aus der Wildnis im Osten, der unseren beiden Völkern schon häufig geholfen hat. Er ist ein Meister in der Kunst des Jagens und Anschleichens. Sucht den Waldläufer Langlass in der Jagdhütte östlich von hier. Ich kann nur hoffen, dass er diese große Verantwortung übernehmen wird. Okay, Prolog müssen wir jetzt machen. Machen wir den Prolog? Nee, wir müssen erst... Warte mal, wo muss ich denn noch alles hin? Da muss ich hin und da muss ich hin. Okay, einmal muss ich hier runter. Und einmal muss ich mein Bein jucken, das juckt nämlich.
Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ich glaube eine Stunde oder so. Könnte hinkommen, ja. Ja, komm, ein bisschen können wir noch. So. Ihr habt ja doch gar nicht... Ich habe bisher immer nur Nacht gesehen. Jetzt haben wir Vormittag. Also nicht nur Nacht, aber so. Noch nicht, glaube ich. Was haben wir noch nicht gesehen? Abenddämmerung haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier müssen wir einmal nach da hinten. So, da ist ein Blaufelsen, Novize. Und ein Graubergreh. Und ein gesprengelter Hase. Hm. Das ist wie detailgetreu. Detailgetreu, das ist ja unglaublich. Und dann auch der Textur hier, vor allem mit diesem Übergang. Ja, so der Übergang ist ja genial zwischen den Texturen. Hier sieht man richtig so eine richtige Linie. Naja. Gut, weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht soll das auch so, vielleicht ist das extra so gemacht. Ich weiß das ja nicht. So, ich muss jetzt auf jeden Fall hier hoch und ich habe irgendwie nur noch 29 FPS, man geht ja noch. Für so ein Spiel auf Ultra, also auf höchsten Grafikeinstellungen, ist das eigentlich okay. Vor allem, wenn ich noch nebenbei aufnehme. So, hier sind ein paar Elben. Okay, den Laden durchgehen. Darf ich euch helfen? Ja, du kannst mir helfen. Du kannst mir meine ganzen Sachen abkaufen. Ich will auch kein Mensch mehr haben. Lappkauzmeig. Zerbrochene Blablabla. Informationen. Das braucht man nicht unbedingt. Die Zähne-Dings, Essenzen, so Schriftrollenbehälter. Den Hammer, den können wir nicht benutzen. Der kann weg. Tafelfragmente. Ich hatte doch noch irgendwas anderes. Leichte Felle. Nee. Okay. Okay, will ich eigentlich einen Beruf machen? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht. Netze des Kummers. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Tal auf Ondren, das Gebiet von Haut Lin im Osten, war einst. Nochmal. Also, das Gebiet von Haut Lin im Osten war einst in Westron als Hain des Schiffbauers bekannt. Dort wurden in längst vergangenen Zeiten viele der berühmten Schiffe der Elben gebaut. Doch die Verderbtheit, die nun über dieser Gegend liegt, ist viel stärker, als ich oder meine Brüder es uns vorgestellt hatten. Etwas Heimtückisches und Böses lauert jetzt dort. Es muss etwas getan werden. Wenn ihr mir helfen wollt, dann sucht die Spinnen, die Tal auf Ondren im Osten von ihr heimsuchen. Und sammelt die klebrigen Spinnendrüsen, mit deren Hilfe sie ihre Opfer einfangen. Ich werde etwas Zeit brauchen, aber ich werde eines Tages herausfinden, wo diese Schreckensgestalten ihre Kräfte gewinnen. Okay, sind Spinnendrüsen. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Ja, so lange brauche ich, um das vorzulesen. Dieses Land wurde schon früher heimgesucht. Zuerst von den Zwergen mit ihrem Burgfried auf dem Hügel und erst kürzlich von Halborks und Krebein. Jetzt sind grausame Spinnen ins Land gekommen, vernichten die hier lebenden Tiere und bedrohen Reisende. Zum Glück wurden diese üblen Kreaturen bislang nur ganz oben in den nördlichsten Teilen von Haut Lin gesehen, aber es wäre besser für diese Lande, wenn sie überhaupt nicht hier wären. Findet die verderbten Spinnen und treibt sie aus ihren Nestern in Haut Lin. Toll, warum soll ich denn überhaupt die Spinnendrüsen sammeln, wenn ich die eh töten muss? Ist ja bekloppt. Okay, was haben wir denn? Racheschwur. Suilite Mellon. Skiffy Schwarzhand? Ja, ich habe tatsächlich von ihm gehört. Gleich hinter den Haupttoren des Grimmandlagers im Norden. Dort habe ich ihn gesehen. Gebt Acht, denn innerhalb der Mauern des Lagers werdet ihr es nicht leicht haben. Okay, jetzt muss ich ihn töten. Elbenstein. Seid willkommen. Sagt er gerade was? Seid willkommen. Hier in meine alte Heimat verirren sich nur wenige Besucher. Aber ich bin sicher, dass ihr nicht gekommen seid, um euch alte Geschichten anzuhören. Was führt euch in diese verfallenen Hallen? Ihr sagt, dass böse Unholde in den Hügelgräbern nordöstlich meiner Heimat herumstreifen? Es ist in der Tat gut, dass Galfin euch zu mir geschickt hat. Und mit dem Elbenstein. Ich habe eine Aufgabe für euch, falls ihr dazu bereit seid. Okay. Suilite Mellon. Mein Bruder Kalengil hat euch geschickt. Ich fürchte, meine Brüder und ich haben das Ausmaß der Schändung dieser einst so reichen Lande weit unterschätzt.
Selbst mit eurer Hilfe könnte es schwierig werden, die Ausbreitung des Bösen einzudämmen, von seiner Vernichtung ganz zu schweigen. Nichtsdestotrotz bin ich euch für euren Beistand dankbar. Wenn ihr euch ein wenig ausgeruht habt, dann lasst uns darüber nachdenken, wie wir am besten gegen diesen kummervollen Fluch vorgehen können. So, jetzt gibt's noch zwei Quests. Okay. So, war gerade ganz kurz. Bisschen strecken und so. So, heimgesuchte Lande, wahrscheinlich. Suilite Mellon. Könnt ihr bitte einen Augenblick bleiben? Okay, ich habe für wahr schlechte Nachrichten, Tagador. Ich habe die Wurzel des Bösen an diesem Ort entdeckt. Es scheint, dass in den Jahren des Krieges zwischen Arnor und Angmar der Hexenkönig grausame Geister entsandt hat, um Unruhe unter den Knochen der Toten in den Grabhügeln der Edain zu säen. Wir dachten, nur die Grabhügel der Hügelgräberhöhen in Cardolan seien damals verhext worden, doch leider war dies ein Irrtum. Unholde machen unser Land unsicher, und wir wussten nichts davon. Bitte vergebt mir, Tagador, aber ich muss euch bitten, gegen diese furchtbaren Kreaturen zu kämpfen. Sorgt dafür, dass in Hautlin wieder Ruhe einkehrt. Ich werde mir in der Zwischenzeit überlegen, wie das Land für immer von ihnen befreit werden kann. Okay, noch eine Quest. Megovannen, würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Im östlichen Hautlin gibt es einige uralte Hügelgräberstätten der Edain. Menschen, die hier einst gelebt haben. Man hat uns berichtet, dass diese Hügel und Hügelgräber von bösartigen Unholden heimgesucht werden. Diese Kreaturen sind Leichen, die von grausamen Geistern beseelt werden, nicht von den Überbleibseln menschlicher Seelen. Sie sind daher hoffnungslos böse und es ist unsere Pflicht, sie ohne Wenn und Aber zu vernichten. Ich weiß nicht, warum diese Kreaturen sich in diesen dunklen Zeiten hier herumtreiben, denke aber, dass da irgendwie der Feind dahinter steckt. Ach, echt? Nun, wie dem auch sei, ich bitte euch, die Körper dieser elenden Kreaturen zu vernichten und ihre Geister in den Schatten zurückzuschicken, aus dem sie gekommen sind. So, was ist das denn jetzt mit dem...